Also, bevor wir zur Predigt, stotter schon am Anfang, bevor wir zur Predigt kommen, das muss eine anspruchsvolle Predigt sein, hat mir der Chester Huber gesagt, tue ich noch ein paar persönliche Gedanken reinstreuen. Es ist eine Geschichte von einer Geige, aus meiner Perspektive. Meine Frau, Stasia, würde die Geschichte wahrscheinlich etwas anders erzählen. Und ich erzähle euch jetzt die Variante, wo sie sagt, gut, ich kann wenigstens noch ruhig schlafen, wenn die erzählt. Vor etwa 35 Jahren haben wir schon die ziemlich alte Geige gekauft. Ein Geigenbauer hat die Geige in einem Antiquitätenladen auf einem Schrank oben entdeckt. Hat die mit heimgenommen, hat sie restauriert und hat sie zum Verkauf angeboten. Und weil die Geige keine Etikette gehabt hat, hat man so eine sehr wertvolle Geige können zu einem vernünftigen Preis kaufen. Die Geige, die hat sehr speziellen Klang gehabt. Es war ein sehr warmer, voller Klang gewesen, der wirklich zu Herzen geht. Nicht jede Geige klingt gleich. Aber ja, von dort weg war die Stasia und die Geige ein Leib und eine Seele gewesen. Die haben sehr gut zusammengepasst. Und sie haben an ganz vielen Orten zusammengespielt. Ganz viele Gottesdienste, aber auch Hochzeiten, Beerdigungen, evangelistische Anlässe. Ja, und auch 30 Jahre in einem Orchester. Aber bevor wir Engadin verlassen haben und da runtergekommen sind, war es fertig mit dem Gigenspielen. Eine krankhafte Veränderung der Hände, von der Stasia, hat das Gigenspielen angefangen zu verunmöglichen. Und ja, auch eine Operation hat wenig genützt. Und meistens war nach einer Viertelstunde etwa fertig mit Gigenspielen. Sogar Gigen hat den schönen Klang verloren. Die trockene Luft im Engadin hat er nicht gut getan. Es hat, es hat einfach nicht mehr gut getönt. Und jetzt? Ihr seht Stasia in der Lobpreisgruppe wieder spielen. Das ist nicht selbstverständlich. Auch die anderen, die da gespielt haben, ist nicht für alle selbstverständlich, dass sie können heute spielen können, habe ich gehört. Aber nach einem Gottesdienst da, ganz spontan, hat der Prediger für die Hand beten, hat die Hand von der Stasia in seine Hände genommen und hat für Heilung gebetet. Und es war ganz erstaunlich gewesen, von da weg ist es schnell besser gegangen und Stasia hat wieder viel länger können spielen. So, dass sie jetzt auch im Lobpreis richtig wieder mitmachen kann. Halleluja! Halleluja! So hat Gott eine grosse Traurigkeit in eine grosse Freude verwandelt. Und ja, das Erlebnis erfüllt mich auch mit grosser Dankbarkeit. Wir wissen nicht, wie lange es geht, vielleicht ist es für kurze Zeit, aber ich hoffe natürlich, sie können noch ganz lang da vorne mitspielen. Es ist ein Geschenk. Und mich persönlich erinnert das Geschenk eigentlich daran, ja, dass ich die wichtigsten Sachen in meinem Leben alle geschenkt bekommen habe. Und was ist jetzt mit den anderen Sachen, die wir unbedingt wollen, die uns etwas kosten, etwa die sogar sehr viel kosten? Die gibt es natürlich auch. Und die sind auch wichtig. Wenn du von etwasem überzeugt bist, dann musst du fokussiert bleiben und mit aller Kraft dich dafür einsetzen. Das habe ich selber erlebt, vor allem in meinem Beruf als Tierarzt. Jetzt wieder zurückschauen, sage ich, dass sich der ganze Einsatz dann gelohnt hat, hat aber auch wieder sehr viel mit Gnade zu tun
und mit Hilfe von anderen Menschen. Also allein habe ich das nicht gemacht, auch wenn ich noch so krampft habe. Auch für das bin ich aber alles sehr dankbar. Ich bin dankbar für das, was ich in Jesus bin, und ich bin auch dankbar für das, was ich durch Jesus kann sehen. Jetzt hören wir Predigt von Chester, aber vorher wird Stefan Wies noch Textlesung machen. Guten Morgen zusammen. Ein paar von euch haben den Zettel in Empfang genommen, den Barbara hat verteilt. Dort ist der Predigtext drauf. Ich lese ihn jetzt nochmal vor. Er steht im Kolosser, im ersten Kapitel, Verse 24 bis 29. Überschrift: Der Dienst des Apostels an der Gemeinde. Angesichts von alledem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen, und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung Gottes, auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich habe mich riesig gefreut auf die heutige Predigt. Also ich freue mich immer, wenn ich predigen darf, aber diesmal war es etwas ganz Besonderes, weil ich habe vor 2 Wochen begonnen, diese Predigt vorzubereiten. So in Gedanken. Diese Woche habe ich dann konkret angefangen und ich habe etwas ganz Neues entdeckt, das mich wieder ganz neu berührt hat und ich habe etwas Neues verstanden. Und deshalb habe ich mich so auf die Predigt gefreut, weil ich das heute mit euch teilen darf oder muss. Und wenn ihr wollt, dann dürft ihr auch Teil sein davon. Maurer hat gesagt, die Predigt sei anspruchsvoll. Das kann man immer so oder so sehen. Wie soll ich das sagen? Der Text, der heute dran ist, sehr inhaltlich reich. Und deshalb habe ich so ein kleines Büchlein gemacht, wo ihr den Bibeltext nachlesen könnt, wo ihr weitere Bibelstellen habt, die ihr dann vertiefen könnt. Und ganz am Schluss habt ihr noch so ein paar Fragen. Und die Idee ist nicht, dass ihr jetzt während dem Gottesdienst hier alles bearbeitet und alle Bibelstellen nachschlagt, sondern die Idee ist, dass ihr das mit nach Hause nehmen könnt
und entweder zu Hause allein oder mit dem Ehepartner oder in der Kleingruppe die Predigt vertiefen könnt. Das wäre die Idee dahinter. Und für die, die es gemerkt haben, es gibt immer Text, Bibelstellen, leere Seite. Hier könnt ihr während der Predigt eure Notizen machen. So, das wäre so die Idee dahinter. Gut, okay, starten wir. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Ich habe mich immer gefragt, was steht da noch aus? Wie kann ich etwas dazu beitragen an den Leiden Christi? Andere Übersetzungen sprechen von Leiden. Nicht von Bedrängnis oder Nöten, sondern von Leiden. In der Luther steht, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und ich habe mich wirklich gefragt, ja, was fehlt dann noch an den Leiden Christi? Was kann ich überhaupt dazu beitragen? Wie ist das zu verstehen? Und eigentlich ist es ganz einfach. Und das ist das, was mich so fasziniert hat diese Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wenn man im Griechischen nachliest, dann steht für die Bedrängnis oder Leiden steht ein ganz spezielles Wort, man kann es fast nicht aussprechen, aber ich versuche das mal. Ysterematta. Ysterematta steht dort auf Griechisch. Und Ysterematta heißt auf Deutsch übersetzt eben nicht nur Leiden oder Bedrängnis, sondern es heißt Mangel, ein Mangel, der noch auszufüllen ist, oder eine Not, oder etwas, das noch fehlt, oder die Abwesenheit einer Person. Und deshalb ist es manchmal so schwierig, die Bibel auf Deutsch zu lesen, weil Deutsch ist ein beschränkter Wortschatz. Wenn man ein griechisches Wort hat und die Bedeutung dazu kennt, ergibt sich ein ganz anderer Kontext, man versteht es viel besser. Und ich versuche euch das jetzt mal bildlich darzustellen, was das bedeuten kann. Okay? Die Bibel, das Wort Gottes ist fertig, es ist abgeschlossen. Es kann nichts mehr hinzugefügt werden oder nichts mehr hinzugetan werden. Es ist abgeschlossen, fertig. Und so ist es mit den Leiden Christi, genau gleich wie die Bibel. Sie sind fertig, sie sind vollendet, sie sind abgeschlossen. Und dennoch heißt das Wort Ysterematta, dass man etwas dazu hinzufügt zu den Leiden, zu dem, was abgeschlossen ist. Und ihr müsst das euch so vorstellen, all jene, die viel im Büro arbeiten, die arbeiten mit Aktenordner oder mit anderen Dossiers. Und ein Dossier wird abgeschlossen, aber dann kommt doch noch etwas hinzu. Aber es kommt nicht ins Dossier rein, sondern es kommt obendrauf. Hinzufügen. Und für all jene, die jetzt nicht im Büro arbeiten, habe ich etwas anderes vorbereitet. Ja, es ist nicht das Schönste, ich habe es heute Morgen noch schnell zusammengenagelt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Darf einfach nicht umfallen. So, Jesus Christus hat die Leiden getragen am Kreuz von Golgatha, und das ist abgeschlossen. Es ist voll, es ist vollendet, es ist vollbracht. Jesus hat das selbst gesagt, könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium. Die Leiden von Christus sind abgeschlossen, vollendet. Es kann nichts hinzugefügt werden. Und er hat diese Leiden getragen, damit wir frei sein können. Aber darauf komme ich dann später noch dazu. Und ihr seht, das Glas ist voll. Das Glas ist voll. Und Christus hat uns teuer gekauft, deshalb ist hier ein Herz drauf. Das bin ich oder jemand von euch. Und durch unsere Leiden fließt das Glas noch weiter über.
Die Farbe bleibt immer dieselbe. Die Farbe bleibt immer dieselbe. Wir können am Werk Gottes, das er am Kreuz vollbracht hat, nichts hinzufügen. Die Farbe bleibt dasselbe. Aber das Glas ist zum Überlaufen gekommen. Und das bedeutet das Ysteremata. Das Werk ist vollendet, aber mit unseren Leiden oder mit den Leiden, die Paulus hier beschreibt, bringen wir das Glas zum Überlaufen. Das ist das, was noch gefehlt hat. Jetzt leiden, das ist immer so ein schwieriges Wort. Oder wir hören es nicht gerne, weil es schwierig ist. Weil es herausfordernd ist in unserem Leben. Kurze Zwischenfrage, habt ihr auch so warm? Ich schwitze schon wieder. Die Frage ist, was machen wir aus den Leiden? In Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 lesen wir, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Leiden, Leiden oder Bedrängnis ist etwas, was in den Alltag eines jeden Christen gehört. Das sagt uns die Bibel. Die Leiden können sich unterschiedlich zeigen. Sie können sich unterschiedlich zeigen. Im einen können sie sich zeigen, dass man am Arbeitsplatz ausgeschlossen wird, weil man an Jesus Christus glaubt. Es kann aber auch sein, dass man eine schwere Depression durchlebt und psychisch leidet. Oder es kann sein, dass man, wie Stasia, die Einschränkung hat von den Händen und durch das ein Leiden trägt. Durch dies konnte sie nicht mehr Geige spielen im Lobpreis-Stream. Und Lobpreis gehört zur Ehre Gottes, um Gott zu ehren. Und so kann sich das Leiden in verschiedenen Facetten zeigen. Aber das Leiden gehört zum Leben eines Christen dazu. Oder wir lesen in Markus Kapitel 8, Verse 34 bis 35. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Leiden gehört dazu. Hier ist die Sprache sogar von dem Kreuz auf sich nehmen. Jetzt ist es so, Jakobus schreibt davon, glückselig ist der Mann, der Anfechtung erleidet. Und Jesus sagt, wenn ihr das Kreuz auf euch nehmt, dann werdet ihr zwar sterben, aber ihr werdet das Leben haben. Und es braucht, um Brot zu backen, braucht es zwei Zutaten. Es ist, das eine ist Mehl. Das andere ist Wasser. Und wenn wir aus Mehl und Wasser Brot packen, dann gibt es ein Fladenbrot. Und je nachdem, wenn es dann zu lange im Ofen ist, wird es trocken und hart. Aber es ist ein Brot. Wenn wir aber dem Mehl und dem Wasser die Hefe hinzufügen, und ich bin kein Bäcker, aber ich glaube, das stimmt schon, weil beim Bierbrauen ist es dasselbe. Wenn wir dem Wasser und dem Mehl Hefe hinzufügen, dann greift der Pilz den Zucker im Weizen an. Der Pilz frisst den Zucker auf. Es entsteht ein Leidensprozess im Mehl-Wasser-Hefegemenge. Und durch diesen Leidensprozess entsteht ein Brot, das aufgegangen ist. Das Leiden bewirkt etwas Gutes. Wer möchte ein Stück? Schön. Teilen. Wer möchte noch ein Stück?
Es ist wie bei der Speisung der 5000, nur sind wir nicht ganz 5000 hier. So, jetzt komme ich wieder zurück, damit mich die Kamera sieht. Gut. Esst das Brot mal. Wie schmeckt es? Es ist gut. Es schmeckt fein. Und genauso, das Brot musste ein Leidensprozess durchgehen, damit es gut wird. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir einen Leidensprozess durchgehen, entsteht etwas Gutes. Wir sehen es im Moment vielleicht nicht. Aber das Resultat wird super sein. Besser als das Brot. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Leiden bewirkt etwas Gutes. Es ist nichts Schönes, aber es bewirkt etwas Gutes. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Wasserglas. Paulus sagt, dies gehört zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem Körper leide, nehme ich damit dem Leibe von Christus ab, der Gemeinde. Es steht eigentlich hier schon im Text. Wir leiden nicht, damit das Evangelium von Christus oder die Tat von Christus, das Werk von Christus am Kreuz geschmälert wird oder größer gemacht wird. Das dann schon auch. Aber es geht darum, dass wir leiden, damit die Gemeinde wächst. Für die Gemeinde. Und ich rege mich immer darüber auf, oder in der heutigen neuen Zeit sagt man immer, vor allem die junge Generation, wir sind die Kirche Gottes. Oder wir gehen die Kirche. Wir sind keine Kirche. Wir sind keine Kirche und ich reg mich jedes Mal darüber auf, wirklich. Weil wir schmälern durch das, was wir eigentlich wirklich sind. Es steht hier im Griechischen Ekklesia und Ekklesia bedeutet Versammlung, Gemeinde. Da kommt das Wort Kirche nicht drin vor. Einfach nicht. Und deshalb sind wir keine Kirche, sondern wir sind eine Gemeinde, eine Versammlung. Warum? Eine Kirche kann jeder Mensch bauen. Als sie den St. Petersdom gebaut haben, sind x Sklaven gestorben, weil sie ein Prunkstück bauen wollten. Als die Kirche in der Stadt Zürich gebaut wurde, ein Riesenteil, das man über die ganze Stadt sieht, das wurde gebaut aus Geld von Ablass und Fronarbeit. Damit man ein Prunkstück baut. Aber es ist nur eine Hülle, sie geht kaputt. Notre Dame, Frankreich, ja, das ist verbrannt, hä? Kaputt. Das ist eine Kirche. Kirchen gehen kaputt, die kann man anzünden. Die Gemeinde und das sind wir gehen nicht kaputt. Uns kann man auch nicht anzünden. Uns kann man nicht vertilgen. Weil wir erkauft worden sind durch das Blut von Jesus Christus. Und das ist das, was Jesus hier sagt in Markus 8, 34 bis 35. Auch wenn ihr das Leben verliert, ihr werdet es erhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben keine Kirche sind, sondern wir sind eine Gemeinde, eine Versammlung, die teuer erkauft wurde, durch das Blut von Jesus Christus. Und jeder, der sagt, wir sind eine Kirche, der hat es nicht begriffen. Oder versucht, neu cool zu sein. Oder die Brücke zu den Leuten in der Welt zu schlagen.
Aber erklärt doch den Leuten in der Welt draußen mal, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Und dann habt ihr das Evangelium gleich reingepackt. Viel einfacher. So, genug aufgeregt. Gut, wer ist dann jetzt die Gemeinde? Jetzt habe ich immer über die Gemeinde geredet, gesprochen und dass wir teuer gekauft sind. In 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 27 lesen wir, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das habe ich schon ein bisschen ausgeführt. Wir sind die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist ein Leib und jeder von euch hier ist ein Stück des Leibes. Wir alle gehören zusammen. Wir alle gehören zusammen, ob wir wollen oder nicht. Es ist ein bisschen wie mit den Geschwistern. Ich habe 4 davon. Ich konnte mir die auch nicht auslesen. Und manchmal ist es echt mühsam, weil es sind 4 Schwestern. Oder Badezimmerzeit. Nein, die Geschwister kann man sich nicht auslesen. Man muss mit ihnen aufwachsen, ob man will oder nicht. Und manchmal gibt es dann Streit. Das gehört dazu. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir können uns auch nicht auslesen, mit wem wir in der Gemeinde sein wollen. Doch können wir schon. Ein bisschen. Aber ich kann euch eins sagen, ihr werdet keine Gemeinde finden auf der ganzen Welt, wo ihr mit jedem bester Freund seid. Überall sind es dennoch Menschen, die zusammenkommen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Willen, seine eigenen Eigenschaften, Gaben, bla bla bla. Wir sind unterschiedlich und das ist gut so. Weil der Leib Christi besteht aus vielen verschiedenen Gliedern und wenn alle Glieder gleich wären, wenn ihr im Korinther weiterlest, oder da steht, einer ist das der Fuß, der andere das Ohr, der andere die Hand. Wenn alle Fuß wären, wo kämen wir dahin? Ja, nirgends. Und deshalb ist es gut, dass wir unterschiedlich sind. Und manchmal gibt es auch in der Gemeinde unterschiedliche Ansichten, Streitereien. Das gibt es, das ist normal. Die Frage ist, was wir daraus machen. Versuchen wir, die Probleme untereinander zu lösen oder gehen wir einander aus dem Weg oder verlassen gar die Gemeinde? Nun gut, merkt euch einfach noch das Bild ein bisschen, das kommt dann später wieder. Gehen wir weiter. Vers 25, zu deren Diener Gott mich gemacht hat, er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Und jetzt wieder, wenn wir dort im Griechischen schauen, steht dort Diakonos. Und das wird immer übersetzt mit Diakon oder Diener oder Dienen. Aber wenn wir das Wort tiefer anschauen, dann steht dort Dienen, Sorgen für, sich kümmern um, helfen und unterstützen. Es ist nicht nur ein Dienen oder ein Bediensteter sein für irgendetwas, sondern man sorgt sich für etwas oder für jemanden. Oder man kümmert sich um etwas oder um jemanden. Oder wir helfen und unterstützen einander. Das ist ein Diener. Das ist ein Diener. Ein Diener, wie Paulus ihn hier beschreibt, ist jemand, der sich für das Gesamtwohl einsetzt, der sich für die anderen einsetzt, der sich für die anderen hingibt. Im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 26 lesen wir, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jesus ist auch auf die Welt gekommen, um zu dienen. Er hat sich hingegeben für die Menschen. Er hat sich Zeit genommen für die Menschen. Er hat ihnen zu essen gegeben. Brot, Fisch. Er hat für sie geschaut, weil sie hungrig waren. Körperliches Leiden. Sie hatten Hunger. Ist da ein Gefühl? Kann man abstellen? Nein, kann man natürlich nicht. Aber Jesus hat sogar für den Hunger der Menschen geschaut. Für den natürlichen Hunger.
Und Jesus hat nicht nur für den natürlichen Hunger geschaut, er hat auch für den geistlichen Hunger geschaut. Er hat stundenlang gepredigt. Stundenlang. Und zwischendurch hat er sich zurückgezogen, damit er auch wieder auftanken kann. Das brauchen wir auch. Ich frage mich manchmal bei mir im Leben, ich weiß nicht, vor wie vielen Monaten oder wie Wochen das war, habe ich euch mal eine Folie gezeigt, wie meine Zeit aussieht in der Woche. Wenn ich das mit Jesus wieder vergleiche, oder wie viel Zeit investiere ich in andere, um ihnen zu dienen? Und wie viel Zeit schaue ich, dass es mir gut geht, wo ich mich zurückziehe? Bei mir stimmt das Verhältnis nicht immer ganz. Und wenn wir den Vers aus Johannes anschauen, 12,26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Wir sollen Nachahmer sein von Jesus. Dann sollte das Verhältnis irgendwann kippen. Nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Krampf. Weil wenn ich selbst versuche, mich dahin zu boxen, dann werde ich irgendwann ausgebrannt sein. Aber aus der Kraft von Jesus Christus kann das gelingen. Weil es steht auch in Johannes 12,26, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Dort, wo wir als Diener sind, ist Jesus mit uns. Jesus ist mit uns da. Wir sind nicht alleine. Wir müssen es nicht alleine schaffen, sondern Jesus ist mit uns da. Übrigens, wir sollen Gottes Nachahmer sein, steht in Epheser 5,1, so als Nachtrag. Und Paulus spricht hier von dem Dienen, weil er eine Aufgabe erhalten hat, nämlich die Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Die Geschichte von Paulus ist ja etwas speziell. Paulus war ein junger Mann, vielleicht etwa so alt wie ich, und er war Pharisäer. Und die mussten das ganze Alte Testament auswendig können. Und er war so eifrig daran, dass Gott zu gefallen, dass er eigentlich übereifrig war. Alles, was er getan hat in seiner Zeit als Pharisäer, dachte er, das dient Gott. Und er hat die Christen verfolgt. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und er hat endlich verstanden, um was es eigentlich geht. Und als er das verstanden hat, hat er sich zurückgezogen und hat sich neu ausrichten lassen von Jesus. Und als das Ausrichten durch Jesus vollendet war, ist er durch die Lande gezogen. Und damals gab es noch kein Porsche und kein Ferrari und keine Fahrräder, keine Flugzeuge. Nein, er ist zu Fuß, manchmal mit dem Schiff oder mit dem Rosswagen, ist er von einer Stadt zur anderen gegangen und hat das Evangelium weitererzählt. Er hat das Evangelium weitererzählt. Die Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen, das hat Paulus gemacht. Und er hat dieser Gemeinde in Kolossä hat er gedient, indem er ihnen das Evangelium gebracht hat, indem er sie gelehrt hat. Und dann steht in früheren Zeiten, Vers 26, und für frühere Generationen war diese Botschaft noch ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Die zu seinem heiligen Volk gehören. Welche Botschaft war früher enthüllt oder verhüllt und ist nun enthüllt? Es ist die Botschaft vom Kreuz, genau Adrian, es ist die Botschaft vom Kreuz. Wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 3 und 4, lesen wir bereits davon, was Jesus tun wird. Das konnte man damals aber noch nicht wirklich verstehen. Jesaja 53 steht schon davon, was Jesus am Kreuz erleiden wird, was er am Kreuz tun wird. Die Leute haben es damals aber nicht verstanden. Oder in 2. Mose Kapitel 18, Vers 23 steht, wenn du das tun wirst,
und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Das Volk, das Mose damals durch die Wüste geführt hat, hat gemeint oder verstanden, das ganze Volk wird an Frieden an seinen Ort kommen. Das ist das verheißene Land, das Land Kanaan, wo sie Frieden haben werden. Wie lange hatten sie Frieden im Land Kanaan? Ja, genau zur Zeit Salomos. Und dann war der Frieden auch wieder vorbei. Und das ist zum Beispiel auch so eine Botschaft, die verhüllt war. Der Frieden ist nicht hier auf Erden, der Ort des Friedens, sondern er ist oben im Himmel. Und jetzt endlich die Frage, wie komme ich denn überhaupt dahin? Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Er hat hier gelebt, er hat alles durchlitten. Er hatte die gleichen Leiden wie wir. Seine ganzen 30 Jahre lang als Mensch ist er auf die Welt gekommen, ganz Gott, ganz Mensch. Und am Schluss seiner Wirkungszeit auf der Erde wurde Jesus von Judas verraten. Und die Juden hatten sowieso ein Problem mit Jesus, weil er hat nach ihren Ansichten die Gesetze nicht befolgt, die man befolgen soll. Und das andere Problem war noch, er hat gesagt, er sei Gott. Und das war für die Juden Gotteslästerung. Und deshalb haben sie ihn angeklagt bei Pontius Pilatus, dem Statthalter. Und Jesus wurde verurteilt. Zuerst haben sie ihn geschlagen, ausgepeitscht, bis das Blut über seinen Rücken strömte. Ich weiß, es ist nicht ganz Blut, aber ich habe darauf verzichtet, Kunstblut zu nehmen, weil es gibt eine Riesenschweinerei. Aber ich glaube, ich könnte es euch vorstellen. Sein Blut ist ihm über den Rücken gelaufen. Dann haben sie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Das Blut ist aus dem Kopf gelaufen. Sie haben ihn angespuckt, verspottet und geschlagen. Aber das war noch nicht genug. Sie haben ihn wieder vor das Volk gestellt, zerschlagen, wie ein Klumpen Fleisch. Und das Volk hat geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und sie haben ihn verurteilt am Tod am Kreuz. Und Jesus musste das Kreuz von der Stadt hochtragen auf den Hügel Golgatha. Im Bündnerland ist das ein Hügel, in Jerusalem ist das ein Berg. Dort hochtragen, zerschunden, zerschlagen, durstig. Jesus hat es nicht geschafft, weil das Kreuz schwer war, weil er geschlagen wurde. Er ist zusammengebrochen unter der Last des Holzes. Aber er ist nicht zusammengebrochen unter der Last aller Sünde, die Gott von den Menschen auf ihn gelegt hat. Und das ist das, was in Jesaja 53 steht. Alle Sünden, alle der ganzen Welt wurde auf ihn gelegt. Für allen Mist, den ich gebaut habe, für allen Mist, den jeder von euch gebaut hat, wurde Jesus auferlegt. Und er wurde ans Kreuz genagelt und hing dort. Warum? Weil er jeden Menschen liebt, hat er das ertragen. Er hat deine Schuld, deine Sünden, deine Fehler hat er getragen am Kreuz, weil er dich liebt. Und durch seinen Tod und die Auferstehung, er ist dann zum Glück nach 3 Tagen auferstanden. Jesus lebt heute, haben wir gehört an Ostern. Haben wir Vergebung der Sünde und jeder, der das will, darf zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten und er wird vergeben, weil das Blut
das er vergossen hat. Wäsch dich rein. Wäsch dich rein. Jeden einzelnen von uns. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, du darfst nur einmal um Vergebung bitten. Nein, Jesus ist gestorben für alle Sünden aller Zeiten. Die vergangenen, die jetzigen und die zukünftigen. Die Vergebung hat nie ein Ende. Mein Wasserkrug schon, aber die Vergebung nicht. Die Vergebung nicht. Und wenn du dich jetzt noch nicht für Jesus entschieden hast, dann ist heute die Gelegenheit, kehr um, tu Buße, bring deine Sünden zum Kreuz und nimm diese Vergebung an, damit du in Freiheit leben kannst, damit du zu dieser Gemeinde gehörst, zu dieser Gemeinschaft und damit du an den Ort des Friedens kommst, damit du zur Ruhe kommen kannst und in den ewigen Frieden im Himmel, wenn wir sterben müssen. Weil es steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Ungerechtigkeit. Er vergibt uns. Halleluja. Und es steht auch, denen, die ihn aber aufnahmen, denen er gab Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es wird uns nicht nur vergeben, sondern wir dürfen Kinder Gottes sein. Kinder Gottes. Und jetzt singen wir ein Lied. Thank you.
Ja, ich dachte, es sei einfach gut, wenn wir zwischendurch etwas anders machen, als wenn ihr die ganze Zeit zuhören müsst. Wir sind bei Vers 27 stehen geblieben. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welche wunderbare Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihnen wollte er zu erkennen gegeben, welchen wunderbaren Reichtum. Erkennen. Es ist immer so schwierig, immer wieder diese Wörter in den Alltag umzusetzen. Oder das Wort, Gottes Wort in den Alltag umzusetzen. Wie muss ich das verstehen? Wie muss ich das erkennen, verstehen? Diese Woche war ja nicht wahnsinnig gutes Wetter. Nicht wirklich. Ja, anderes Wetter. Halt nicht Sonnenschein, aber manchmal braucht es auch Regen. Vor allem für die Landwirte. Und für die Tiere und uns auch. Gut, also es war nicht wirklich gutes Wetter, da sind wir stehen geblieben. Und ich hatte diese Woche bei der Arbeit, wie soll ich das erklären? Wir haben mit einer ganzen Kompanie hier unten auf dem Schießplatz trainiert. Und weil das Wetter nicht gut war und es oben auf dem Galanda geschneit hat, 2804 Meter ist kleiner als das Entis. Weil es auf dem Galanda geschneit hat, sind die Steinböcke nach unten gekommen. Und wir durften nicht schießen. Und dann gibt es immer so die Leute, die mit orangen Westen und so, die sind verantwortlich, dass da alles funktioniert auf dem Schießplatz und dass man alle Regeln einhält, eben damit man nicht auf Tiere schießt zum Beispiel. Und dann ist der am Morgen gekommen und hat gesagt, ihr dürft heute nicht schießen, hat Steinböcke. Und ich habe da so hochgeschaut und gesagt, ja, ich sehe keine. Oder? Und das ist das Problem. Erkennen, nicht erkannt. Und der Mensch, wenn er etwas nicht erkennt, gibt es zwei Varianten. Früher die Indianer haben so gemacht, weil man so nicht sieht. Oder man kneift die Augen zusammen. Aber das Phänomen ist, wenn man die Augen zusammenkneift, sieht man nicht besser. Ist wissenschaftlich erwiesen. Man hat einfach das Gefühl, man sieht besser. Aber es gibt den Feldstecher oder das Fernglas. Und mit dem, wenn ich mit dem schaue, ja, dann erkenne ich, dass Timea dort hinten steht. Gut, ich sehe es jetzt auch so. Aber ich kann weiter sehen, ich kann etwas in der Ferne erkennen mit dem Feldstecher. Und dann kann ich es vielleicht auch verstehen, warum ich diese Woche nicht schießen durfte. Weil es waren 30 bis 40 Steinböcke. Und dann habe ich es dann gesehen. Und erkennen diesen wunderbaren Reichtum. Wir haben es vorher gesagt, die ganze Botschaft, das Geheimnis. Das Geheimnis des Alten Testaments wurde erklärt im Neuen Testament. Deshalb, wer das Alte Testament nicht kennt, kann mit dem Neuen Testament nichts anfangen, weil er nicht versteht, was im Alten Testament berichtet wurde. Man muss immer das ganze Wort nehmen. Und durch das Alte und das Neue Testament können wir heute erkennen, was der Plan Gottes ist und war und sein wird. Immer. War schon immer so. Wir können es erkennen, wir haben durch das Neue Testament einen Feldstecher erhalten, wo es uns erklärt wird. Und jetzt ist es aber so,
dass der Feldstecher das Neue Testament nicht reicht, wenn wir Jesus nicht haben. Letztens auf der Arbeit, ein Arbeitskollege, habe ich ihm das Neue Testament gegeben, um zu lesen. Sie ziehen mich immer hoch da mit Sprüchen aus der Bibel und wollen schauen, ob ich auch wirklich weiß, wo steht. In 80% der Fälle weiß ich es auch. Und dann hat er mir ja mal gesagt, ja, aber ich verstehe das gar nicht. Und er hat ja auch das Alte und das Neue Testament, beides. Und lesen kann er auch. Sonst dürfte er nicht als Berufsmilitär arbeiten. Lesen ist Jesus, weil Jesus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und durch das können wir das Wort verstehen. Der Feldstecher ist nicht nur das Neue Testament, sondern es ist Jesus Christus, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Und das Geheimnis ist, das Geheimnis steht in Galater 2,20, dort steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben habe. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, Galater 2,20. Und durch das können wir erkennen, können wir verstehen, was das, der wunderbare Reichtum ist. An dem Wort Gottes und an der Tat, die Jesus Christus vollbracht hat für uns. Jesus in uns. Und dann steht in Vers 28, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Ihn, Christus, verkündigen wir. Jedes Evangelium, das verkündet wird und Christus nicht beinhaltet, ist falsch. Jesus verkündigen wir. Und wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Jeden Menschen. Jeden. Und das ist jetzt auf Deutsch und Griechisch dasselbe. Mit jedem ist jeder gemeint. Jede einzelne Person. Unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen beim Einkaufen in der Migros oder im Coop, wenn ihr ein Coop-Kind seid, oder Aldi, Lidl. Egal wo, jedem Menschen verkündigen wir. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da extrem Luft nach oben. Extrem Luft nach oben. Ich glaube, es geht uns allen gleich. Die einen können das besser. Ramon? Oder? Nein. Oder all die Teebärler, die an die Teebar gehen, denen fällt es, glaube ich, leichter. Jedem Menschen das Evangelium zu bringen. Aber es sind nicht nur die, die den Auftrag erhalten, das Evangelium jedem Menschen zu bringen. Wir sollen in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden. Und jetzt sind wir wieder da bei diesem Kreuz. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 steht, und jetzt muss ich schnell einen Schluck Wasser nehmen. So geht nun hin und mache zu Jünger alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Christus bei uns. Nicht nur in uns, sondern auch bei uns oder mit uns. Immer, permanent. Aber wir haben den Auftrag, hinaus in die Welt zu gehen. Und genau das, hinaus in die Welt zu gehen, kann manchmal Bedrängnis, Leiden oder Not bedeuten, weil wir unseren inneren Schweinehund überwinden müssen, um den anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Warum ist das Evangelium in die Welt gekommen? Warum ist es aus Judäa und Jerusalem herausgekommen? Apostelgeschichte 1, 8.
sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Und warum ist das geschehen? Warum? Weiß das jemand? Das ist eine offene Frage. Durch die Verfolgung. Die ersten Christen mussten leiden, damit das Evangelium weitergeht. Damit das Evangelium weitergeht. Und da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Durch unser Leiden wird nicht die Botschaft von Christus verschmälert, sondern sie wird ausgebreitet. Versteht ihr das? Das ist das Leiden. Durch unser Leiden wird das Evangelium ausgebreitet. Weitergetragen in die Welt hinaus. Wenn jetzt hier kein Topf stehen würde, oder, dann würde das sich hier ausbreiten. Aber da hätte das Putzteam nicht Freude. Es breitet sich aus durch unser Leiden. Und das ist das, was ich diese Woche verstanden habe. Und deshalb habe ich mich so auf die Predigt gefreut. Das Leiden ist nicht nur schlimm, schlecht, böse. Sondern durch das Leiden entsteht etwas Gutes. Das Evangelium wird in die Welt hinausgetragen. Doch cool. Es ist mühsam in der Situation, abgemacht. Aber daraus entsteht etwas Gutes, nicht nur ein gutes Brot. Aber Leiden bewirkt etwas Gutes. Und weiter sollen wir mutig vorangehen, weil Jesus sagt, ich komme mit euch, Jesus mit uns. Und wenn wir in 1. Samuel 17, Kapitel 17, Vers 45 lesen, dort steht, David aber sprach zu dem Philister, du kommst mit Schwert und Speer. Und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israel, die du verhöhnt hast. Wir dürfen mutig vorangehen, weil wir gehen nie alleine. Jesus in uns und mit uns. Er ist immer dabei. Und es ist derselbe, der bei David war, als David den Goliath umgelegt hat. Genau derselbe. Und mit diesem Gott gehen wir raus in die Welt und verkündigen ihn. Wir sind nie alleine. Nie. Es kann nichts geschehen. Wirklich nichts. Sie können uns das Leben nehmen. Ja, hat Paulus auch gesagt. Aber Paulus hat auch gesagt, was kann Besseres passieren, weil dann werde ich in Ewigkeit leben bei Jesus. Ist schwierig zu verstehen. Oder zu akzeptieren, aber es kann nichts passieren. Und jedes Leiden ist wirklich nicht schön. Ich möchte das nicht schönreden. Aber jedes Leiden bewirkt etwas Gutes. Jesus ist in uns. Er ist mit uns. Und durch uns, mal schauen, vielleicht habe ich noch Wasser. Ja. Und durch uns wirkt Jesus, damit das Evangelium in die Welt getragen wird. Ja, das ist so. Da bist du ja doch da. Aber ich finde es immer schön, dass du immer ein bisschen vorgreifst. Jedes Mal, das finde ich toll. Vers 29. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Und jetzt sind wir eben genau da. Lassen wir es zu. Danke, Ramon. Lassen wir es zu. Paulus hat sich dafür entschieden. Von Anfang an. Und als Paulus diesen Brief geschrieben hat, und ich habe jetzt, weil ich heute schon genug Gegenstände mitgebracht habe, habe ich noch nicht noch eine Fessel mitgebracht oder eine Handschelle, aber Paulus lag zu dieser Zeit in Ketten gebunden in Rom, als er diesen Brief geschrieben hat oder schreiben ließ. Wie auch immer. Aber er hat gelitten und trotz seiner Leiden, die er im Gefängnis verbracht hat, hat er geschrieben, ja, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab. Als ob es nichts wäre. Aber Paulus hat sich bewusst dafür entschieden und die Frage ist jetzt, entscheide ich mich auch dafür? Und ich weiß, ich habe heute schon ganz viel gesagt, aber liebe Leute,
Wenn wir uns für Jesus entschieden haben und er uns vergeben haben und wir Kinder Gottes sind, dann erwartet er von uns auch, dass wir einen Wandel im Leben führen, dass wir bereit sind, diese Leiden zu tragen, dass wir bereit sind, unsere Gaben einzusetzen für die Gemeinde, für andere Leute. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung ist notwendig, damit ihr vorwärts kommt in der Heiligung, damit wir vorwärts kommen in der Heiligung. Das Werk Christi wird nie geschmälert. Es ist abgeschlossen, es ist ganz. Aber wenn wir uns Jesus dann nicht zur Verfügung stellen, dann gibt es kein Jesus in uns, kein Jesus mit uns und kein Jesus durch uns. Weil dann ist es einfach ein Symbolbild und das Wasserglas läuft nicht über. Aber keine Angst, noch einmal, Josua 1,9 steht, habe ich dir nicht geboten oder gesagt, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Entscheide dich für Jesus und entscheide dich, dein Leben für ihn hinzugeben. Aber keine Angst, du bist nicht alleine, er kommt mit. In uns, mit uns. Und dann bewirkt er etwas durch uns. Oder Offenbarung 18,8. Darum werden an jenem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Gott, der am Ende der Zeit Feuer, Hunger, Plagen, Tod und Leid bringen wird. Das ist der Gott, der jetzt schon mit uns unterwegs ist. Einer, der alles in der Hand hat, der ist jeden Tag mit uns unterwegs. Die Frage ist nur, nehmen wir ihn mit oder lassen wir ihn zu Hause? Jesus in uns, mit uns und durch uns. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir einfach für den Text, den wir heute anschauen dürfen. Ich danke dir, dass du ja, in jeder Situation bei uns bist, dass du mit uns kommst, dass du uns befreit hast und dass du durch uns die Gemeinde bauen willst, dass du das Evangelium willst durch uns in die Welt heraustragen. Und Herr Jesus, ich weiss, ich habe mich heute wieder ein bisschen aufgeregt über das Wort Kirche, aber Herr, du hast alles gegeben, damit wir können gerettet sein, damit wir zu einer Gemeinschaft werden, zu einer Gemeinde, zu einer Versammlung, wo du Tür gekauft hast, mit deinem Blut. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dürfen zu einer Gemeinschaft werden, wo ein Wohlgeruch ist von dir, dass wir dürfen Früchte tragen, dass wir dürfen Früchte in die Stadt heraustragen und in die Welt. Dass noch mehr dürfen erkennen, was du tun hast. Dass noch mehr dürfen hinzugefügt werden und dass noch mehr Menschen dürfen in den ewigen Frieden hineinkommen. Wo wir einmal dürfen sein, wenn wir bei dir in der Herrlichkeit sind. Und Herr Jesus, es ist einfach so ein Geschenk, dass du als grosser Gott, der über allem stehst, in uns lebst und jeden Tag mit uns kommst und uns sogar brauchen willst als deine Werkzeuge. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich jeden Tag wieder ein Stückchen mehr darf zu einem guten Werkzeug werden in deinen Händen. Und dass du uns allen hilfst, dass wir Werkzeuge von dir sein dürfen. Amen.